Also ich will damit nicht sagen, dass es falsch ist. Es ist gerade so ein, also andererseits auch mythologisieren gerade ein Modewort oder eine Modeerscheinung. Eine optimale oder eine optimalere Hardwareauslastung. Die Idee ist zu sagen, naja, wenn ich lauter Rechner habe, die vor sich hin dümpeln, dann kann ich es auch zusammenschmeißen. Gerade ganz beliebt ist, das zu kombinieren mit dem Argument Umwelt, was kein schlechtes Argument ist. Also auch wenn es jetzt etwas komisch rüberkommt, ist wirklich kein schlechtes Argument, weil man ja dann Sachen optimaler ausnutzen kann. Man sagt, bei Virtualisieren ist doch ganz schön, ich kann Snapshots etc. nehmen und wenn ich Speicher aufrüsten muss, dann schiebe ich den Server mal auf einen anderen Rechner, mache da Arbeiten und bin die ganze Zeit wunderschön online. Das geht sogar auch, was eigentlich dann auch mit Verfügbarkeit zusammenfällt. Also von der Idee ist das super. Ich habe trotzdem noch keine großen Datenbanken zum Beispiel gesehen, die man virtualisieren wollen würde. Aber es sind andere Argumente, weil bei Virtualisierung wird ganz oft zum einen mit I.O. Argumentiert und auch die Fortschritte werden meistens mit I.O., also mit Zugriff auf Festplatten, begründet. Aber es gibt noch eine Menge andere Sachen, die relativ wichtig sind. Zum Beispiel Response Time bei Netzwerktraffic. Und da muss man, glaube ich, noch ein bisschen was tun, auch wenn OpenVZ da ziemlich gut ist. Die beste Erklärung, was OpenVZ ist, ist der Post oder das Post von Kirill Koratev auf der Mailingliste. Virtualization lets you divide the system into separate isolated execution environments, called VPS, Virtual Private Service. Mittlerweile heißt es nicht mehr VPS, sondern Virtual Environment, also VE. Ich sage einfach Container dazu. Die drei Sachen sind synonym, werden ja auch wild durcheinander geschmissen, deswegen nicht drauf eingehen. From the point of view, the VPS owner root, it looks like a standalone server. Das ist ganz wichtig, im Gegensatz zum, sage ich ganz wichtig. Wenn man sich so einen Container nimmt, denkt man wirklich, dass man einen Rechner für sich alleine hat. Dass dieser Container eigentlich ziemlich beschränkt ist, gerade was Zugriff auf den Kernel betrifft, soll nachher nochmal erwähnt werden. Also man hat sein eigenes Filesystem, man hat seinen Prozessbaum, der von init anfängt mit 1. Das ist ganz wichtig, also auch die Prozesse sind virtualisiert. Man sieht nicht irgendwie 1400, sondern es fängt wirklich mit 1 an. Und dann sagt man, the single kernel approach makes it possible to virtualize with very little overhead. Und das ist das Klassische, was man diesem ganzen Swarm-Konzept unterstellt, zu sagen, das Ding ist verdammt schnell, weil es läuft alles in dem einen Kernel, man hat relativ wenig Overhead. Und eine größere Menge an Studien bestätigt das. Aber ich habe nicht meine eigene Studie gemacht. Das ist so das, was Leute ganz gerne sagen, aber ich will mich jetzt auch nicht da so reinhängen, was ist jetzt besser. Zen oder VMware haben einfach andere Vorteile und man muss sich bei diesem Konzept einfach vorstellen, das Wichtigste, was man sich merken muss, ist, alles ein Kernel, alles, was mit diesem Kernel läuft, ist in Ordnung. Wenn man andere Kernel-Versionen oder mehrere verschiedene Kernel-Versionen auf einem Rechner haben will, dann ist das für die falsche Lösung. Die Firma dahinter ist SBSoft, 97 gegründet. Die haben 2001 dieses OpenVZ, also was jetzt OpenVZ ist, als Virtuoso eingeführt. Wird benutzt bei Host Europe oder bei diesen ganzen anderen V-Server. Anbietern, da wird eigentlich mit Virtuoso eingesetzt, kam 2500 unter der GPL raus und irgendwann hat SBSoft Parallels gekauft, ich glaube schon 2005, und irgendwann kam das raus und haben sie auch sich geeinigt, dass sie jetzt einen Namen benutzen. Und um sich das nur ein bisschen zu veranschaulichen, also was macht OpenVZ? Die ganze Virtualisierung passiert im Kernel. Es hat das Konzept der Container und dieser eine Kernel übernimmt die Verwaltung der ganzen Container. Es läuft also alles über einen. Wir haben nicht eine DOM 0, eine DOM 1 und so weiter mit dem eigenen Kernel, sondern wir haben eigentlich quasi, wenn man es jetzt so ausdrücken will, nur diese DOM 0. Bedeutet nur iOS-Typ, es können verschiedene Distributionen sein. Alles, was mit diesem Kernel arbeiten kann, kann man laden. Muss in diesem Kernel zurechtkommen. Hat den Vorteil generell, das Starten von so einem Server dauert nicht so lange, weil die ganze Hardware ist schon initialisiert. Man fährt nur noch ein paar Megabyte hoch. Es ist eine relativ dünne Virtualisierungsschicht und was ganz wichtig ist, ist eben die Prozessvirtualisierung. Also wenn man in jeden dieser Rechner reingehen würde, hätte man ein eigenes Init, einen eigenen Prozessbaum, der mit 1 beginnt.
Und was sehr schön ist bei OpenVZ, ist die dynamische Zuweisung. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt, also wenn Sie was getan haben bei VMware oder Xen mittlerweile, wo ich sagen, das Schöne ist eben, ich kann mitten im Betrieb die Festplatte vergrößern, die so ein Container sieht. Ich kann den Speicher vergrößern oder auch verkleinern. Ich kann sagen, okay, du kriegst mehr von der CPU-Zeit oder ich nehme sie dir wieder weg. Das sind alles relativ nette Geschichten, die funktionieren einfach so. Also muss man sich nicht groß anstrengen. Das sind einfache Parameter, die schauen uns nachher an. Hat also ein CPU und I.O. Scheduler, wird nachher auch mal kurz was gezeigt, und es bietet Online-Migration an. Wollte ich hier anbieten, aber unter VMware, also ich habe VMware installiert und dann nochmal OpenVZ rein, wollte es dann mal ausprobieren. Nach der Viertelstunde ist, glaube ich, abgebrochen. Das ist einfach dann wohl doch zu viel Overhead, vielleicht auch für den Rechner. Funktioniert also bei mir auf den Rechnern, im Rechenzentrum klappt das. So, weil alles über den Kernel funktioniert, das aber nicht Standard ist, muss der Kernel noch gepatcht werden. OpenVZ, wie auch die V-Server-Leute, sind natürlich drauf und dran zu versuchen, dass diese ganzen Optionen in den Kernel reinkommen, weil auch deren eigenes Überleben auch ein bisschen davon abhängt. Also alles, was im Kernel, in dem Manila-Kernel drin ist, ist dann sozusagen gesichert, da der Kernel ja die Visualisierung übernimmt, das Ressource-Management und auch so Sachen wie ein Checkpointing, was ja auch ganz interessant ist. Gut, es wurde erwähnt, Integration ist im vollen Gange. Und es gibt noch ein paar Sachen, die man auf dem Host-Rechner, Host-Node einrichten muss. Das Wichtigste hierbei ist das IP-Forward, weil sonst wird man die Container nicht sehen. Das ist das Klassische, wenn man Router hat, hat man auch gelernt, IP-Forward eins einstellen, sonst sieht man das Netz dahinter nicht. Hier ist es genauso, die Container werden dann schlicht nicht gesehen. Und um mit OpenVZ zu arbeiten, gibt es eben wunderschöne Userland-Tools, das VZCTL, das Schweizer Messer. VZDump macht eigentlich ein Backup und mit LVM kann man sogar Snapshots damit machen. Das ist das Angeber-Tool, das ist nämlich eine relativ neue Sache. Damit kann man Online-Migrationen machen. Also während eine Applikation läuft, von einem Rechner zum nächsten switchen und die Downtime soll quasi sehr gering sein. Es klappt auch. Also das ist ganz nett und es gibt noch weitere Tools. Gut, schauen wir uns das erstmal an. Mein erster Container oder Virtual Environment oder Virtual Private Server. Das ist ja hier Synonym. Sowas zu erstellen ist relativ simpel, wenn man es eben installiert hat. VZ Create und dann muss man sich eine Virtual Environment ID überlegen. Die soll größer 100 sein, größer gleich 100 sogar. Und es gibt sogenannte Templates. Zu Templates komme ich nochmal, aber ganz wichtig, Templates sind vorgefertigte Distributionen, das sind Tar-Files, die quasi nur noch entpackt werden. Also eine Installation ist im ersten Schritt nichts weiter als ein Entpacken eines Tar-Files. Nach dem Slide gehe ich mal kurz auf System. Und über Config, alles was man konfigurieren kann, kann man natürlich auch schon in einen File reinschreiben und kann ihm sagen, wir nehmen bitte die Konfigurationsdaten aus der Datei. Das ist ganz wichtig zu finden. Jetzt müssen wir was unterscheiden. Das hier, so sieht das aus auf dem Redpath-System oder Fedora. Debian macht natürlich alles anders. Also was heißt natürlich, also macht es anders oder auf die basierte Systeme. Da steht davor noch ein User-Lib. Weil es geht ja nicht, dass jemand einfach oben rumspielt. Hier sind sie d'accord. Wenn man so eine Config-Datei selbst erstellt, ist ganz wichtig, das ist der Name, also die Syntax ist ve-config und so weiter. Und config ist das, was dem Create übergeben wird. Und ganz wichtig sind eben die Templates. Hier steht es nämlich, also entweder unter varlib-vz und unter vz. Im Prinzip ist nichts weiter als ein laufendes Betriebssystem. Man kann sich ein laufendes Betriebssystem nehmen, kann es quasi entkernen. Den brauchen wir halt gar nicht. Man kann ihn befreien von irgendwelchen Bedürfnissen, ein echtes Terminal aufzumachen. Nimmt dieses Betriebssystem, macht daraus ein Tar-File, zippt das und hat man sein Template, sehr vereinfacht gesprochen. Vereinfacht. Es gibt so ein Beispiel mit DB Bootstrap.
Und was ein VZDL Create macht, ist einfach, geht dahin, nimmt dieses Template, entpackt das unter VZ Private und unter die Nummer, die wir uns überlegt haben. Damit ist das Ding noch nicht gestartet. Und wenn das Ding starten, dann wird es gemountet nach VZ Root. Warum? Wird hoffentlich nachher klar. Die haben dafür extra so ein eigenes so ein Filesystem, dass es quasi durchreicht, weil später, wenn ich es nur kurz erwähne, kann man ja noch allerhand reinmounten. Das ist ganz nett. Wir sind ja quasi jetzt gerade nur auf dem Rechner beschränkt. Was ist, wenn man SAN-Storage oder sowas anlegen will? Dann ist das Konzept eigentlich relativ gut gelöst. Und wie funktioniert das, wenn ich einen Container starte? Kann man das lesen? Soll ich ihn einzeln fragen? Also, hier wird einfach ein Container gestartet und hier kann man noch lesen, dass es gemountet wird. Hier schon ein Hostname angegeben und der hat das als CPU-Virus gekriegt. Und das ist eigentlich relativ simpel. Ich kann das Ding starten, ich kann es stoppen und wenn es gestoppt ist, kann ich es auch wieder löschen. Bevor wir jetzt damit anfangen, können wir das, was erwähnt wurde, uns mal kurz auf dem Betriebssystem anschauen. Was wir jetzt hier haben, sind lauter. Oh. Ach, das gibt's schon. Das sind sogenannte, das sind nichts weiter als vorgefertigte Templates. Wenn wir da reingehen würden, ich meine F3. Das war jetzt ein Fehler. Würden wir einen Tar-File entdecken mit dem ganzen Dateibaum. Und was gemacht wird, wenn ich das installiere, wird es hier installiert. Hier haben wir schon 5 Container. So, VZDL create 667. Also wir erstellen jetzt einen Container mit der Nummer 667 und sagen wir einfach, er soll das OS Template. Was nehmen wir denn hier? Das hat einen scheiß Hostname. Jetzt ist es erstellt worden. Hallo. Das haben wir unter Private. Wir haben jetzt einen Ordner. Und das ist nichts weiter als ein Tar-File entpackt worden. Jetzt ist es eben dort. Unter Root werden wir es noch nicht sehen. Was noch nicht. Ist automatisch gestartet? Nee. Okay. Ist aber noch nicht gestartet worden. Uiuiui, das ist natürlich doof. VZCDL, Start 667. Schon gestartet, also ist echt das Nette, die Dinge fahren einfach hoch, da muss auch nicht mehr viel gemacht werden. Jetzt ist es hier reingemountet worden, das ist so ein bisschen eine nette Sache und jetzt kann man sozusagen in dieses Root hinein noch andere Sachen reinmounten.
Das ist dieses Grundkonzept, da kann man noch nicht viel falsch machen. Und wenn man es jetzt konfigurieren will, da wir jetzt hingehen, das zu konfigurieren, das schöne Bild noch, ist ein tolles Comic, müsst ihr euch unbedingt holen. Konfigurationen generell sollten mit Safe abgeschlossen werden, wenn sie Restart-fest sein sollen. Es gibt natürlich ein paar Konfigurationen, da ist es schwachsinnig. Also wenn man jetzt einen User neu anlegt, der ist angelegt, dann kann man nicht temporär anlegen. Aber so sollte ich das merken. Konfiguriert wird mit der Option Set. Zum Beispiel, wenn man einstellen will, dass er beim Hochfahren gleich startet, dann im Onboot Yes. Man kann den Hostnamen auch so einstellen. Das Schöne ist, dass das alles wunderschön skriptbar. Also das kann man durch nette kleine Skripte schön erledigen. Man kann den Nameserver genauso einstellen. Also immer unser Schweizer Messer. Wir sagen ihm, in Konfiguration bitte setzen für diesen Container, also für diese Nummer. Setze den Hostnamen auf Lumi und mach das bitte wie Starch fest. Netzwerkadressen werden mit IP-Add auch angegeben. Was ganz wichtig ist, wenn man zwei IP-Add macht, wird nicht das vorherige überschrieben. Da darf nur zwei Interfaces. Sollte man sich merken, dass man nicht da irgendwie sich vertut. Also es sind zwei Möglichkeiten, das selber auszudrücken. Wenn man was entfernen will, nimmt man IP-Delete. Und was ist, wenn man so einen Container gestartet hat? Man möchte jetzt in den Container rein, vom Host selber aus. Dann nimmt man wieder unser Schweizer Messer und sagt ich mal Enter und danach wieder die Nummer des Containers. Und dann ist man drinne. Also hier soll stehen, klar und deutlich. Hier bin ich gerade auf dem Rechner Obacht. Hostname Obacht. VZTL Enter 222. Hier sagt, dass ich rein bin. Jetzt gebe ich diesen Hostname an und bin eben bei Biff Bang Po. Das ist eine nette Band, die gibt es aber glaube ich nicht mehr. Jetzt bin ich im Rechner drin. Ich muss nicht über SSH oder sonst was rein. Ich bin direkt auf dem Hostnode und jump da rein. Ich kann aber auch sagen, naja, ich will nicht mehr reinspringen. Ich will nur bestimmte Befehle ausführen. Und dafür kann man exec nehmen. Also man kann sagen, ich will nicht Enter machen und irgendwie was ausführen, sondern ich möchte zum Beispiel nur wissen, ja, wie ist mein Plattenverbrauch? Dann kann ich hingehen und hinschreiben VZTL exec, führe aus, und zwar wo? In dem Container 222 und was? df-h. So, Container kann man sich anzeigen lassen, wenn man es nur so aufruft, VZList nur die laufenden Container mit VZList. Wenn man sich alle Container, also auch die konfigurierten, anzeigen lassen will, dann noch die Option -a. Also, oh. Jetzt hier in dem Fall, gut, die laufen alle. Okay, dann machen wir VZCTL. Traumel ist einfach. Das geht sonst viel schneller. Ja, da habe ich mich vertippt. Egal. Mit minus A sieht man, okay. Den gibt es, der ist nur gestoppt. Ohne minus A würde ich ihn einfach nicht sehen, weil ich nur die Rendung, also nur die sehe, die gerade laufen. So, und nochmal zum Verdeutlichen. Das ist jetzt auf dem Hostnode, also auf dem Rechner, der den Kernel hat, der eigentlich konfiguriert ist. Hier sieht man seinen Init. Man sieht hier in dem Fall zwei weitere Inits. Das sind die Inits der Container. Die haben hier Nummern, was weiß ich, was ist das, 11.187. Wenn die im Container selber wären, wäre das die 1. Das ist ganz wichtig, weil man muss sich vorstellen, wenn man das nachher migrieren will, braucht man eine eindeutige PID. Und wenn man es von vornherein virtualisiert, also immer eine eigene PID hat, dann muss ich keine großen Gedanken machen, ob ich gerade auf den Rechner, wo ich hingehe, die IP frei habe. So als Beispiel habe ich jetzt hier einen Win, nicht VI. Aus der Sicht des Hosts hat hier dieser VI die PID 9043. Wenn die aber reingehen, in dem Fall, das ist jetzt nicht immer so, in dem Fall, wo es gerade so lief, hat es eben die 10.067. Das ist ein relativ wichtiges Feature. Es gibt noch die Sache VZ Top,
Das ist ein aufgebohrtes Top, was noch zusätzlich die Virtual Environment ID anzeigen kann, also anzeigen kann, zu welchem Container gehört denn gerade der Prozess. Das mag auch wichtig sein. Und dementsprechend gibt es auch, also wenn ich schon KeyJNode nehme, das ist es. Und genau gesagt, ein Tool, das nennt sich VZPID, kann ich andersrum herauskriegen, okay, ich habe die PID, in welchem Container ist das drin? Das ist auch so ein Tool, das da helfen soll. Jetzt kommen wir zu der anderen Ressourcenverteilung. Gut, Container haben keine eigene Festplatte. Also, ich kann die Dateisystemgröße dynamisch verändern. Das ist ein Befehl, was nichts weiter macht, als diesem besagten Container jetzt einen Disk-Space von 11 GB zu geben. Danach hat das Ding 11 GB. Wir können danach es nochmal aufrufen und ihm 12 geben, hat er 12. Während das System läuft, das ist ganz wichtig. Wir müssen dafür nichts runterfahren. Und was wir auch noch machen können, wir können auch den Zugriff, wir haben mehrere Container, wir können auch den Zugriff auf die Festplatte schedulen, wir können auch sagen, 15 Minuten, für wen ist das? Muss ich mich jetzt dran halten? Haust du mich dann? Bitte. Dann mache ich länger. mal kurz gucken. Wo sind wir denn? Wir sind schon ziemlich weit. Doch. Ja, okay, jetzt gleich mal ganz schnell. Kann man machen. Man kann die CPU-Ressource genauso dynamisch anpassen. VZ-CPU-Check sagt erstmal, wie viel... Ja, das kann man jetzt so nicht sagen. Okay, geht mir erstmal nichts weiter an, als zu sagen, okay, so und so viele Units habe ich verteilt und so viele Units hat mein System. Man darf jetzt aber nicht denken, dass das... dass, wenn ich jetzt nicht alle CPU-Units verteile, der Rechner sonst nicht ausgenutzt wird. Das sind relative CPU-Einheiten. Wird euch am nächsten Bild hoffentlich klar. Mit CPU-Units kann ich Ihnen sagen, kann ich die relative Gewichtung der Container zueinander angeben. Also wenn ich 4 Container habe und jeder von denen hat 1000, dann kriege ich jeder von denen 25% der CPU-Leistung. Wenn ich 3 Container habe, 1000 und einen Container mit 3000 CPU-Units, dann nimmt sich der eine die Hälfte der ganzen Leistung. Deswegen das Relative. Und ich kann es jetzt auch noch begrenzen. Die Angabe ist ein Prozent ohne Prozentzeichen. Und muss ich das so vorstellen, wenn ich 4 CPUs habe, habe ich 400% zu verteilen. So, hier ist ein Beispiel. FATA ist doof, das ist im öffentlichen Raum. Die im Rechenzentrum bei uns haben eigenen Humor. Und ich habe das eben bei uns im Rechenzentrum gemacht. Hier erstmal ein Aufruf. Wir haben hier unsere 4, die 0, ganz wichtig, ist immer die Hostnode. Das ist der Rechner, auf dem der Kernel läuft. Wir haben hier 4000 Units, 1000 verteilt, bedeutet alle 4 Container nehmen sich die CPU. Danach nehmen wir VZCTL-Z und geben dem Container 101 5000 CPU-Units. Rufen es danach auf, jetzt hat er eben 5000. Alles während im Betrieb, das ist das geringste Problem. Machst du es möglich? Nee. Schade. Okay, ganz wichtig nochmal zur Information. Pagegrößen auf x86-Systemen sind 4 Kilobyte groß. Bedeutet, wenn ich jetzt Memory verteilen will, gibt es einen netten Trick. Wir können ja nicht nur CPUs verteilen, Festplatte, sondern auch noch Speicher. Wenn ich jemanden, also wenn ich einen Container Speicher, Arbeitsspeicher garantieren will, nämlich VM GUA für Guaranteed Pages, und das kann man sich am besten so vorstellen, naja, wenn eine Page 4 Kilobyte groß ist, mache ich das mal 256, da habe ich hier immer mein Megabyte und davor kommt dann die Megabyte-Zahl, die ich eigentlich haben will. Und genauso wie ich was garantieren kann, kann ich auch was begrenzen. Es ist jetzt, wenn ich es nicht begrenze, muss ich mich keine Sorgen machen. Man kann auch die ganzen Container overcommitten, stört auch nicht. Wenn man es nicht begrenzt, dass ich so viele kriegen kann und wird dann nur durch andere begrenzt. Ressourcenüberwachung, das ist das, wo, glaube ich, der Nagis wieder ganz wichtig werden kann. Ich habe eben so einen Langhaar gesehen, der was mit Nagis zu tun hat. Die Sache ist, wenn man sich, also das Schöne an OpenVZ ist, man kann sich ein PROC-File-System die Werte, die man angegeben hat,
kann man ein bisschen monitoren. Man kann gucken, wie viel wird jetzt wirklich davon benutzt. Und das Allerwichtigste ist, dieser Fail-Count. Also wenn man sich hier Limit setzt und der Container, der stößt an so ein Limit dran, dann wird das hier gezählt. Das heißt, man kann so einen Container starten, man kann ihm Ressourcen geben, kann das Ding ein bisschen laufen lassen im Test-Environment und gucken, okay, ist Dots dagegen, ich muss die Sache noch verbessern. Wir können auch die Sockets zum Beispiel angeben, die Anzahl der Sockets, die Anzahl der Prozesse, die darauf laufen können, kann man alles noch angeben und da kann man so ein bisschen kanulieren. Na gut, die liebe Zeit. Jeder Container hat so ein Filesystem. Im Container selber sieht man immer nur die eigenen Werte. Man kann auch auf dem Hostnode nachschauen. Auf dem Hostnode sieht man die aller Container. Das darf ich noch zeigen, oder? Jetzt hast du die Arschkarte, schau ich jetzt immer an bei sowas. Also, proc less, wie heißt das Ding? Ah ja. Gut, hier sieht man die des Containers 667, wenn man weiter runter geht, die vom Container 11111. Und was eben ganz nett ist, hier sieht man immer, das hier ist die aktuelle Anzahl der Pages, die gerade vom Container benutzt werden. Das durch 256, das Ding verbraucht ein paar Megabyte. Knapp 3. Ich meine, es ist echt wenig für einen Container. Da muss ich jetzt keine großen Gedanken machen. Wenn wir aber jetzt dementsprechend auch noch vzctl, enter, was machen wir wieder, 2000. Im Container selber sieht man immer nur die eigenen. Was man benutzen will, ist Pillepalle. Die sollten aber dieselben Werte sein für den Container. So, schnell. Okay. Im Prinzip ist ja der Container relativ abgeschottet. Man kann natürlich diese Abschottung wieder ein bisschen auflösen. Also man kann Capabilities einräumen oder man kann Netzwerkkarten, Partitionen etc. durchreichen. Hier zum Beispiel wird diesem Container schreibender und lesender Zugriff auf dieses Device gegeben. Normalerweise kann Container kein F-Disk machen, keine Partition formatieren. Nach diesem Befehl, Save sollten wir noch dazu machen, oder? Gehört ihm das Device-Node, er kann selbst formatieren, er kann damit quasi arbeiten, es wäre ein Dateisystem. Würde sonst nicht gehen. Man kann auch Netzwerkkarten direkt durchreichen. Man hat ja oft Rechner, was heißt, man hat oft Rechner, es gibt Umgebungen, wo man Rechner hat und mehrere Netzwerkkarten, da kann man sagen, du kriegst bewegten Zugriff auf diese Netzwerkkarte und da kannst du ihm auch dein TCP-Dump und sowas drauflaufen lassen. Das würde sonst nicht gehen. Wir schaffen das. Eine Live-Migration funktioniert eigentlich in zwei Schritten. Es ist nichts weiter als zweimal ein R-Sync. Der erste R-Sync ist dafür da, den großen Teil der Daten rüber zu schaufeln. Da ist gar keine Downtime. Beim zweiten R-Sync wird noch die Differenz, also werden die Prozesse jetzt in der Datei gespeichert und rüber kopiert. Das ist die Zeit, die man für einen Downtime braucht. Durch die Technik wird das relativ reduziert. Was dafür ganz wichtig ist, man braucht eine Root-Verbindung und zwar am besten mit Key-Auth oder ohne Passwort, weil ja, man braucht kein Passwort dann einzugeben. Ganz wichtig ist auch diese Virtual Environment IDs. Man muss selbst darauf achten, dass es nicht zu Konflikten kommt. Also von vornherein, wenn man mehrere Rechner hat, wenn man hier nur 111 hat und hier nur 111, gibt es einen Konflikt. Also von vornherein das vielleicht gleich mit den Nummern so verteilen, dass die ganzen Container disjunkt sind. Der Befehl ist auch ziemlich simpel. VZ Migrate Online, das sieht man natürlich jetzt nicht, weil da lauter Holzköpfe im Weg sind. Zielhost und dann welchen Container man drüber schaufen will. Das ist auch relativ nett gelöst. Genau, dann bin ich auch schon fertig. Und was mich so interessiert hat, weil wir ja immer so ein bisschen, wir wollten ja nicht mit Host Europe konkurrieren, also wir wollten ja nicht irgendwie Webspace zur Verfügung stellen, sondern die Frage ist, wie kann man vielleicht OpenVZ nutzen, um das in so einem Environment einzusetzen, wie es auch bei uns gang und gäbe ist. Das bedeutet also, SAN-Anbindung wird man mit Device-Nodes hinkriegen. Oder wenn man sich NFS-Shares holen will, also meistens noch NetApp, oder eigentlich nur NetApp, gibt es die Option Features, dann kann der Container auch NFS mounten. Was so Container nicht können, ist, wenn man NFS-Server in Container fahren lassen will. Der Kernel-Server geht nicht. Wir haben das Problem, wir haben nur einen Kernel.
Da können wir nicht einem Container sagen, das ist für dich. Was man nehmen kann, ist der User Space NFS Server. Ja, der geht auch. Also, der kann ein paar Sachen mehr, aber was auch noch geht, Verzeichnisse reinmounten. Damit kann man eine schöne Sache machen, was nämlich diese Solaris-Zonen sehr gut können, was das System noch nicht kann. Man kann bei Solaris-Zonen ja sagen, okay, das ganze Bin-Verzeichnis, das nutze ich nur einmal. Also du da reingemountet. Das ist jetzt deiner Theorie nicht drin. Was man mit so einem Bind jetzt machen könnte, wäre, es gibt noch Startskripte. Man kann also nicht nur den Container starten, man kann auch noch Sachen mounten, nachdem der nach Root gemountet wurde, dass man bestimmte Verzeichnisse reinmountet, die dann für alle verfügbar sind oder nicht für alle. Das kann man dementsprechend entscheiden. Ich kann mal sagen lassen, dass Fuse auch geht. Ich kenne mich in Fuse überhaupt nicht aus, also sage ich nur, ja, es geht auch und fertig. Ist ein sehr gutes Comic. Habe ich nicht gezeichnet, aber ist ein gutes Comic. Ja, gut, oder? Ja, schon mal. Jetzt haben wir 5 Minuten. Ja, tschüss. Nein, wenn jemand gerne noch was, also ich kenne mich mit dessen Xenne-Sachen nicht aus oder genau zu OpenVZ was loswerden will, bitte reinrufen, nicht mir erzählen, sondern allen, weil ich gerne auch noch ein paar Sachen mehr wissen würde. Also wir setzen das bei uns nicht ein, das ist, das war so eine Fallstudie, so ein bisschen, ob das geht. Ich würde es gerne machen, weil ich finde es ein sehr nettes Konzept. Gefällt mir, ist schön sauber, ist sehr schnell, das ist auch ganz nett, wenn man so ein Template hat, ist die Sache schnell erledigt. Aber das passt nicht in die Firmenpolitik. Gut, ihr erzählt was, Vergleiche zu Xen, Vorteile, Nachteile. Habe ich schon erwähnt, dass Xen und sowas natürlich viel besser sind, wenn man mehrere Kernel oder sowas, also was OpenVZ nicht kann, habe ich, also wir können kein Windows installieren. Gut, Parallels bietet sowas an, aber das geht alles nicht. Also OpenVZ bietet sich sehr gut an für homogene Rechenzentren. Sobald man es homogen haben will, ist es eine tolle Lösung. Nicht gehen. Gibt es ein Werkzeug, Templates zu erkennen? Ich glaube, es gibt sogar welche. Ich habe mir sagen, dass das kann man gut mit Hand machen. Braucht man nicht allzu viel. Es gibt VZPP sowieso, um die zu erstellen, glaube ich. Aber das weiß ich jetzt nicht so. Kann man das auch nachlesen, was diese Konfigurationsabschritte? Ja. Das hier? Ja. Das ist ein User Guide, den gibt es da. Das gibt es dort zum Runterladen. Da sind alle Optionen drin. Also kann ich jetzt auch hinschreiben. Das ist echt sehr gut. Es gibt noch einen Quotisch, wo es ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Das ist auch sehr gut geschrieben. Also der Vorteil von OpenVZ gegenüber Linux V-Server ist oder war die bessere Dokumentation. Die ist echt sehr schön. Also wenn man sich das einfach machen will, sollte man echt mit Fedora oder Red Hat oder CentOS arbeiten, weil historisch haben die auf dem Betriebssystem angefangen und das ganze Package-Management dafür ist auch noch für Red Hat etc. ausgelegt. Natürlich habe ich es jetzt nicht erwähnt, weil ich das nicht auf so komischen Systemen benutze. Nö. Verkleiner kannst du. Du darfst es nicht so vorstellen, dass du wirklich ein X2 verkleinerst, sondern du verkleinerst. Also man kann die verkleinern, solange man das verkleinern macht. Ja. Und sonst, ich habe es nicht ausprobiert, ich habe heute Morgen Gedanken gemacht, was passiert, wenn man es kleiner macht, als geht. Konnte mal ein Spielchen machen, also ich weiß es jetzt nicht. Wie sind es mit Multicore-CPUs oder mehreren CPUs? Kann ich denen sagen, dass die Container auf verschiedenen CPUs laufen? Das ist ein Kernel. Also ein Kernel. Die Tools einfach nutzen auf dem Host-OS. Das ein Kernel hat eben dementsprechend, du hast eben mehr CPU-Units, ja. Stärker, und du musst eben bei dem Limit darauf achten, dass du jetzt eben 800% hast. Nee, ich meine jetzt eher, dass ich sauer sagen kann, der Prozess bekommt nur die CPU. Nee, es gibt, also das, ich frage mich ja eh, wie das Xen immer schafft, zu sagen, dass der nur einen Kernel hat. Ich verstehe von der Linux-Architektur nicht, wie man das hinkriegt. Außer jetzt eben, indem man. Man verteilt sie, ja, aber. Der Scheduler entscheidet ja, auf welchem Prozessor was läuft. Ja.
soweit ich weiß, hat OpenVZ halt einen eigenen Scheduler geschrieben, der dann halt diese CPU-Units entsprechend verteilt. Ja. Aber ich glaube nicht, dass er, also zumindest wüsste ich nicht, dass er das Feature hat, dass man da manifest zuordnen kann, obwohl man das sicherlich auch einrichten kann. Ja, also ich kenne auch kein System, das es wirklich jetzt so kann, außer dass man das vorgibt. Also ich habe mal Kollegen gefragt, die bei Xen das einrichten konnten, wie das intern gemacht wird, aber irgendwie habe ich noch, also wenn ich eine befriedigende Antwort kriege, gerne. Entschuldigung. Ich bin immer fertig, ich höre mit einem Satz gerne auf. Okay, also ich habe eine Frage, und zwar habe ich jetzt zum Beispiel bei einem Cloud-Server, der so einen Cloud-Server. Ja, okay. Und habe dann die Sätze dann auf dem Konzept ein, also primär alles, was mit Kernel-Modulen zu tun hat. Du musst überlegen, du hast keinen privilegierten Zugang zum Kernel. Vor allem IP-Tables und sowas noch kein Problem. Wenn du dann irgendwelche Filtermodule brauchst, dann... Also ja. Ja, also es muss global eingestellt sein, global in der VZ-Config. Sehr gut, sehr gut. Ja. Da muss man sagen, welche Module es gibt. Man kann sie nicht nachladen, geht ja nicht. Aber man kann IP-Tables und Container benutzen, man kann auch eigene Filterregeln aufstellen. Ich meine, bloß wenn die Module fehlen. Ja, nee. Ich wollte nicht sagen, dass du es falsch gesagt hast, ich wollte es nur den Kontext erweitern. Ja, was halt auch sehr gut geht, was glaube ich heute der Friedrich auch allgemein virtualisierte Information. Man kann halt auch, wenn man nur eine echte Warn-IP hat, dann mit NAT, die Server trotzdem verteilen, das finde ich sehr schön ist, aber trotzdem nicht so gut. Ja. Was dann halt den Vorteil hat, dass man mit OpenVZ wirklich die Dienste trennen kann, weil aus dem Change-Root kann man, wenn man in den Change-Root-Rechte bekommt, auch wieder raus, aus einer virtuellen Umgebung kommt man so nicht wieder raus. Das heißt, es schafft auch einen Sicherheits. Das ist eben ganz nett, wenn man zum Beispiel nur für seinen Firefox kann man schnell so ein Umf- Nee, ich meine, das ist ja kein Problem, das Ding ist schnell erstellt, man startet das Ding und fertig. Das geht doch, ja, was soll's, es kostet nichts, es geht schnell, es ist echt easy. Ja. Ja. Was ist, wenn wir jetzt nicht zwei, also Center sich sagen können, und ich habe jetzt ETA 1, ETA 0? Du kannst sagen, auf. Jetzt wird es kompliziert. Du kannst ihm sagen, auf welchen er horchen soll. Also kannst du VZ-Config sagen, hier, wir horchen auf ETA 0. Ja. Dann ist die Sache erledigt. Okay, das geht schon. Ja, ja. Ja, ja. Da geht eine Menge. Ja, ja. Ja, dann geht doch mal.